Lust auf 1955er Burger Buster? Dann seid ihr hier genau richtig. Geht super einfach, schmeckt super gut. Und jetzt das Rezept zuerst. Kochen wir Nudeln. Währenddessen schneiden wir dann zwei Zwiebeln in der Hälfte und oder auch drei, zwei Knoblauch ganz klein hacken, dann den Bacon so groß wie ihr wollt vierteln oder dritteln, dann das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer anbraten, dann für die Soße brauchen wir einmal saure Sahne, Ketchup, Mayonnaise, Senf, Tomatenmark, Apfelessig habe ich hier genutzt, dann einen Schuss Wasser, danach noch etwas Öl, Salz und Pfeffer, danach noch Rauchsalz und Paprikagewürz. Das dann alles zu einer Menge verrühren, dann die Zwiebeln und den Speck zu dem Hackfleisch dazugeben. Währenddessen schneiden wir dann noch Salat und Tomaten, geben die Soße dann dazu, die Nudeln hinein, geben dann noch etwas Cheddar-Käse mit dazu, verrühren das alles gut. Wenn das gemacht ist, dann können wir anrichten und geben darüber noch frischen Salat und frische Tomaten. Und ich habe noch etwas Basilikum darüber gemacht, hat